Uhr morgens, Dienstbeginn für die dritte Wachschicht der Feuerwache 6. Einer von ihnen ist Jerome Jentsch, 41 Jahre alt und Brandmeister. Also wir fahren die ganzen Autos raus, ja, weil wir früh eine komplette Übernahme der einzelnen Positionen auf den Fahrzeugen machen. Das macht jede Dienstschicht vor Dienstbeginn so, um zu überprüfen, ob seine Ausrüstung, seine persönliche Schutzausrüstung und das Atemschutzgerät in Ordnung ist und einsatzbereit ist, sowie die Ausrüstung, die jeder im Einsatz nutzen muss. Ja. Gleich beim ersten Einsatz wird sich auch zeigen, wie wichtig vollständige Werkzeugkisten sind. Also ein Stichwort heißt verschlossene Tür, Person hinter der Wohnungstür. Es geht hier um zwei Kleinkinder, wo die Mutter sich ausgeschlossen hat und wir jetzt die Tür öffnen müssen. So, einen Koffer mit, hast du? Ein winziger Moment, eine kleine Gedankenlosigkeit und schon ist die Tür zu und der Schlüssel in der Wohnung. Plötzlich entsteht aus einer Alltagssituation Lebensgefahr, denn die Kinder sind allein in der Wohnung, die Fenster in Griffweite. Die Mutter hofft, dass die Kinder noch schlafen, nichts mitbekommen, nicht am Fenster rumspielen. Dann bliebe Jerome nichts anderes übrig, als die Tür einzutreten, um so schnell wie möglich reinzukommen. So aber nutzen die Männer spezielle Türöffnungswerkzeuge. Die Feuerwehrmänner sind für viele Situationen ausgebildet und haben zusätzlich noch Spezialgebiete. Spezialist für schnelle, gewaltfreie Türöffnungen ist Jens. Und er öffnet die Tür in 60 Sekunden. Dann endlich, die Tür ist offen und das Schöne ist, die Kinder haben nichts bemerkt. Sie schlafen immer noch. So schnell kann es gehen. Ja, und man sieht auch, dass Feuerwehr ein Beruf ist, um im Team zusammenzuarbeiten. Ja, dass, wenn einer nicht weiterkommt, dass man einen Kollegen ranholt und der vielleicht eine andere Idee hat bei den alten Türen. Teamarbeit und funktionierende Geräte sind auch beim nächsten Einsatz nötig. Also Stand ist jetzt, wir hatten jetzt hier gerade eine Alarmierung zum Rauchentwicklung im Fünfgeschosser hier in Leipzig-Grünau. Und unser der Angriffstor hört. Über die Wärmebildkamera und ins Treppenhaus zum Adin. Ja, sind auf dem Weg. Mit der Wärmebildkamera sollen die Männer eine Wohnung nach Brandnestern absuchen. Die Feuerwehr wurde von einem älteren Mann alarmiert. Er hat Brandgeruch wahrgenommen und über Kratzen im Hals geklagt. In der Wohnung ist aber von einem Feuer keine Spur. Jerome schaut sich um. Ich gucke jetzt, ob irgendwo ein Gerät vielleicht an ist, was sich entzündet. Aber hier sieht man nichts. Also ist alles aus, ne? Alle Herdplatten aus, Toaster ist aus, Kaffeemaschine ist aus, Geschirrspüler ist auch kalt. Ja, also hier ist nichts, was Kühlschrank. Ja, der ist normal warm. Mikrowelle. Ja, wir gucken einfach, wo eventuell was sein könnte, weil der Herr über Kratz im Hals klagt und Rauch gemerkt hat. Aber hier ist nichts. Toni? Ja. Okay. Also hier ist nichts. Entwarnung, hier brennt nichts und der Mann kann zurück in seine Wohnung. Endlich Pause für die Männer. Eine Pause, die sie heutzutage in Corona-Zeiten teilweise getrennt verbringen müssen. Auswirkungen an Corona hat auf uns sofern, dass wir hier praktisch zwei Speiseräume haben und dass wir gestaffelt essen gehen. Ja, dass dann Kollegen hier im zweiten Raum sitzen, was auch unser Aufenthaltsraum ist, unser Fernsehraum ist. Ja, und das ist halt dem geschuldet, dass wir den Abstand einhalten, so bestmöglich auf der Wache, wie es geht. 24 Stunden am Stück hat die Mannschaft Dienst. Hier wird gegessen, trainiert und geschlafen. Aber nur so lange, bis ein Einsatz kommt. Und die kommen in dieser Nacht reichlich. Erst fordert ein PKW-Unfall höchste Aufmerksamkeit. Danach heißt es, ein leerstehendes Gebäude brennt. Also was ist los jetzt? Die Kollegen haben mit der Drehleiter oben übers Dach und über die oberen Geschosse jetzt abgeklärt, ob dort noch was ist. Wir haben unten geschaut, wir haben nichts festgestellt. Und unser Auftrag ist jetzt hier, uns bereit zu machen zum Abmarsch. Hier können die Männer abrücken. Und kaum sind sie zurück auf der Wache, kommt der nächste Alarm. Also wir haben ja ein Stichwort gerade bekommen, ausgelöster Heimrauchmelder. Wir fahren jetzt als Löschzug dorthin, von uns die Drehleiter und A-Dienst noch dazu, also Führungsdienst.
Und dann werden wir das erstmal erkunden und dann gucken wir, was vor Ort ist. Bei dem Stichwort Wohnungsbrand sind die Männer hellwach. Vor Ort suchen sie die Wohnung mit dem piepsenden Rauchmelder. Aber im Treppenhaus ist nichts zu hören. Dafür umso mehr von außen. Wir werden jetzt mit der Drehleiter mal hochfahren, weil das Geräusch aus dem offenen Fenster oben kommt. Und da werden wir mal gucken, ob da oben der Rauchmelder angeschlagen ist. Wir fahren jetzt erstmal hoch. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder der Mieter liegt bewusstlos in der Wohnung und es brennt dort. Oder er schläft einfach nur tief und fest und hört nichts. Oder er ist gar nicht zu Hause und der Rauchmelder piepst wegen einem Feuer oder Defekt. Hier ist er. Warte mal, fahr mal ein Stück hoch. Also wir kommen nicht oben drüber. Hier ist auch nicht feststellbar. Warte mal ganz kurz. Ja. Die Herausforderung hier ist, dass wir in die Wohnung gewaltfrei nicht reinkommen, so wie außen nicht, obwohl ein Fenster angekippt ist, das aber den Zugang blockiert, wenn wir es runterklappen würden, oben das Klappfenster, so wie die Tür verschlossen ist. Der Mieter ist nicht vor Ort. Ist nicht, das Bett ist durchwühlt. Ich weiß nicht, ob er Nachtschicht oder was, oder kann aber auch in der Wohnung, aber ist nötig zu sehen. Aber durchs Fenster kommen wir definitiv nicht rein hier. Augenscheinlich droht keine akute Gefahr. Die Polizei übernimmt und holt den Mieter aus seiner Nachtschicht, damit die Nachbarn endlich schlafen können. Das will auch Jerome, aber daraus wird nichts. Keine Stunde später wartet tatsächlich ein Feuer auf sie. Es ist jetzt früh um 2 Uhr. Wir fahren zum Reifenbrand. Wir wurden gerufen durch die Sicherheitsfirma, brennt in der Saale, in der Straße in Leipzig, Autoreifen. Die Männer sind ein eingespieltes Team. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und Azubi Toni darf das Feuer löschen. Es ist zwar nur ein kleines Feuer, aber das kann trotzdem sehr gefährlich werden. Wichtig ist, worum wir jetzt gekommen sind. Ja, erstens ist zwar ein Betongebäude, aber ist eine Umweltverschmutzung. Ja, durch den Reifen verbrenne ich auch viele chemische Stoffe mit. Und ja, das ist auch ein Schutz ebenfalls, dass es nicht hier aufs Gebäude übergreift. Ja, das ist immer dazu verpflichtet, es auszumachen, und das machen wir auch. Der Toni hat jetzt alles ausgemacht, den Reifen gelöscht, ringsrum noch ein bisschen nass gemacht, dass es nicht mehr ausbreiten könnte durch eine Wärmeübertragung. Und wir sind durch jetzt. Wir fahren jetzt noch Wasser auffüllen und dann geht es wieder zurück zur Wache. Auf der Wache wartet dann 3 Stunden später der wohl schönste Einsatz der Schicht. Dafür müssen alle Wagen auf den Hof. Also wir haben uns jetzt mal aufgestellt. Jetzt ist es gleich 6 Uhr am Morgen. Unser Kollege der Conny, der kommt jetzt gleich zu seinem letzten Dienst hier auf der Wache. Der ist im Artenschutzkompetenzzentrum beschäftigt. Und wir wollen ihn mal gebührlich heute, weil wir Dienstschluss haben jetzt nach 7 Uhr, verabschieden. Für Pensionär Conny gehen 40 Jahre Dienst zu Ende. Und für den Rest der Mannschaft endet diese aufregende Schicht.